Und damit willkommen zu der nächsten Ausgabe von Monday Night Raw. Wir starten direkt mit dem dritten von 4 Qualifikationsmatches, um herauszufinden, wer nächste Woche im Gauntlet-Match sein wird, im Intercontinental Number One Contender Match. Damon Camp gegen JD McDonagh. Der Gewinner wird mit Apollo Crews und Chad Gable nächste Woche im Gauntlet-Match sein. Danach haben wir noch das letzte der 4 Qualifikationsmatches. Wer wird bei Night of Champions auf Gunther treffen? Los geht es, wir haben heute noch ein Tag Team Championship Match. Kevin Owens und Sami Zayn verteidigen ihre Titel gegen die neuen Number One Contender, die Chase University, und im Main Event ein Number One Contender Match. Wer wird auf Cody Rhodes treffen und um den WWE Titel antreten bei Night of Champions? Wird es Randy Orton oder wird es AJ Styles? Das Besondere ist, Cody Rhodes ist Special Guest Referee heute in diesem Number One Contender Match. Doch jetzt fangen wir erstmal an mit dem Opener. Damon Camp und JD McDonagh. Eine Riesenchance für beide. Man muss natürlich dann noch nächste Woche das Gauntlet-Match gewinnen. Das wird echt hart. Es wird unser allererstes Gauntlet-Match. So wie wir heute das erste Special Guest Referee-Match haben. Bisher ein super Start von Damon Camp. Konter jetzt von JD. Und der Domino-Stretch. Aber Achtung, Damon Camp kommt da locker raus. Stark gemacht, sehr athletisch dieser Konter. Damon Camp steht, schnappt sich McDonagh. Bringt ihn in die Ringecke. Und jetzt ein bisschen die Power zeigen, stark gemacht. Ins Turnbuckle geworfen. Kickout bei 1, bei 1,9. Schöner Tritt gegen den Arm. Damon Camp macht weiter. Bisher keine Chance für JD McDonagh. Harte Schläge. Nächster Tritt. Damon Camp. Schöner Tritt gegen das Gesicht. Er kann es vielleicht frühzeitig beenden. McDonagh rettet sich raus. Richtige Entscheidung. Und jetzt kann er sich Damon Camp von hinten schnappen. Boah. Back Suplex Backbreaker. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Vielleicht kann sich ja jetzt alles mal wenden. Vielleicht kann JD McDonagh jetzt die Kontrolle übernehmen. Knee Strike. Wir sind ein paar Meter vom Ring entfernt. Der Count läuft. Und Damon Camp bringt JD McDonagh gegen das Apron. Geht zurück in den Ring. Count resettet. Und jetzt der Schlag. Beziehungsweise die Schläge gegen JD McDonagh. Aber er steht noch. Jetzt liegt er. Damon Camp im Allgemeinen der Bessere in diesem Match. Und ich glaube, JD McDonagh am Bluten. Es sieht nicht gut für ihn aus. Damon Camp übernimmt komplett die Kontrolle. Und vielleicht kann er es jetzt gleich beenden. Haut ihn nochmal gegen das Apron. Noch ein Tritt hinterher. Wir sind bei 6 und McDonagh kann kontern. Begibt sich jetzt selber in den Ring. Und kann ihn sich schnappen. German Suplex. Damon Camp steht einfach wieder auf. Double Underhook. Powerbomb. Double Underhook. Sit-out Powerbomb. Mit Pin. Kick-out bei 0. Wahnsinn. Damon Camp. Den kann man nicht so leicht besiegen. Der will sich hier diesen Single-Match-Sieg holen. Aber stark von JD McDonagh. Spanish Fly. Springboard Tornado DDT. Ja, und jetzt sieht's gut aus für JD McDonagh. Wunderschön, aber ins Leere. Wichtiger Konter von Camp. Wichtiger Konter von McDonagh. Und Damon Camp wieder schneller. Damon Camp sagt, ist das schon alles? Ich will einen Kampf haben. Nimmt Anlauf. Clothesline.
Konter. McDonough immer wieder versuchte sich zu wehren. Bringt jetzt Damon Camp gegen die Seile. Schöner Schlag in den Rücken. Noch einer hinterher. Noch einer. Und jetzt der Back-Suplex. Und jetzt liegt Damon Camp. JD McDonough. Das gibt den Submission Lock. Muss Damon Camp aufgeben. Im Opener der heutigen Raw-Episode. McDonough lässt los. Damon Camp wehrt sich. Oh, Headbutt geht nicht durch. Gerade noch aufgehalten von Damon Camp. Bringt McDonough gegen die Seile. Backbreaker. Was hat Damon Camp vor? Kann er es vielleicht irgendwie beenden? Nächster Schlag. Drei Schläge. Vier Schläge. McDonough angeschlagen, aber nicht ausgenockt. Und Camp mit ganz neuen Ideen. Noch ein Schlag. Und wunderschön, Falcon Arrow. Was braucht es noch alles? Damon Camp will es nun endgültig beenden. In Position. Und das müsste es gewesen sein, wenn der Ref jetzt nicht abgelenkt wäre mit dem Turnbuckle, was Damon Camp persönlich entfernt hat. Reicht es trotzdem? Nein! Genau aus diesem Grund kann JD McDonough nochmal rauskommen. War das vielleicht der größte Fehler von Damon Camp? Chance für JD McDonough. McDonough. Submission Lock. Muss Camp jetzt aufgeben. In der Mitte des Rings. Er wird nicht aufgeben. McDonough weiß es. Es braucht andere Wege, um Damon Camp hier heute zu besiegen. Begibt sich aufs Tarplop. JD McDonough dreht sich. Und jetzt der Moonsault. Diesmal geht er durch. Cover gegen Camp. One, two, three. JD McDonough gewinnt durch einen fatalen Fehler von Damon Camp und steht im Gauntlet Match. Wir machen direkt weiter mit dem letzten Qualifikationsmatch für das Gauntlet Match. Wer wird der letzte Teilnehmer? Wird es Noam Dar oder Tony D'Angelo? Wir können sehr gespannt sein auf dieses Match. Danach stehen alle Teilnehmer des Gauntlet Matches fest. Hier ist Tony D'Angelo. Los geht es. Noam Dar, Tony D'Angelo. Wer holt sich den Sieg? Einer dieser zwei Superstars könnte der neue Intercontinental Champion werden. Irgendjemand wird gegen Gunther kämpfen bei Night of Champions, wo alle Titel verteidigt werden. Bedeutet 8 Matches, davon 8 Titelmatches, die wir bekommen werden bei Night of Champions. Back Elbow, D'Angelo wehrt sich. Bringt Noam Dar in die Ringecke. Clothesline direkt hinterher. Guter Konter. Und sehr stark. Ja, Noam Dar kann sich auf jeden Fall hier beweisen. Ich halte ja recht viel von ihm. Hat vielleicht eine große Zukunft. Aber auch Tony D'Angelo. Riesenchance für ihn, sich jetzt zu beweisen. Zwei sehr interessante Wrestler. Und was ein Superman-Punch. Oder auch Superman-Vorarm. Knee-Strike hinterher. Und der Hip-Toss. Oh, gegen den Ref gehauen. Den nutzt er aus. Und direkt ein Suicide-Dive hinter der. Hinterher. Mann, habe ich mich gerade versprochen. Zu sehr geschockt gewesen von der Schnelligkeit von Noam Dar. Aber das alles reicht doch nicht. Wir sind außerhalb des Rings. Wir sind bei einem Count von 2.
Nächster Tritt. Angelo bisher mit Problemen. Aber auch JD McDonagh hatte dauerhaft Probleme in dem Match und hat es trotzdem irgendwie gewonnen. Vielleicht wird es hier genauso aussehen. Aber jetzt dieser Elbow Drop. Und jetzt könnte es vielleicht das Ende geben. One. Kickout bei 1. Die Angelo noch lange nicht fertig. Schöner Tritt hinterher. Noam da. Bisher absolut dominant, muss man sagen. Hat alles im Griff aktuell. Und Angelo muss wieder raus. Und Noam da wieder auf dem Tableau. Das kann nicht gut enden. Big Splash geht durch. Sehr stark Noam da. Geht jetzt hier voll auf den Kopf. Dreimal in Folge. Und jetzt blutet die Angelo. Der Tritt geht ins Leere. Und die Angelo kann sich endlich wehren. Ganz schön viele Leute mit weißem und schwarzem T-Shirt. Fast alle da hinten. Und die Angelo jetzt auf einer Mission. Nur um das Arm eingeklemmt im Seil. Schlag hinterher. Drei Schläge. Und jetzt Falcon Arrow. Angelo ist angekommen in diesem Match. Macht er denselben Fehler wie Damon Camp? Oder kommt ihm das zugute? Achtung. Noam da. Bringt ihn nach unten auf die Matte. Starker Tritt. So, der Ref jetzt abgelenkt. Am besten jetzt keinen Pin-Versuch starten. Aber man könnte das Ende schon mal einleiten. Noam da versucht gerade, dass die Angelo unten bleibt. Jetzt ist der Ref wieder da. Direkt bereit für den eingerollten Pin. Kickout bei 1. Die Angelo. Brainbuster. Und er steht einfach wieder. Als wäre es nichts gewesen. D'Angelo, Exploder Suplex gegen Turnbuckle. Ja, und er macht weiter damit. Ach, dann Noam da schon wieder im Ring. D'Angelo sieht es zu spät. Kassiert den Tritt und jetzt war's das vielleicht. One, two, nein. 2,9. Es reicht noch nicht. Kickout von Tony D'Angelo. Noam da macht weiter. Gegen die Seile. Boah. Das könnte der Anfang vom Ende sein. Aber der Konter. Kick geht ins Leere. Und jetzt Tony D'Angelo mit einer Chance. Kann er es jetzt beenden? Das könnte sein. Cover gegen Noam da. One. Two. Nein. Auch Noam da mit dem Kickout. Was ein Match zwischen diesen beiden. Das wird sein. Das muss es sein. One. Two. Was? Wieder der Kickout. Das Wasser hat sich gerade echt komisch angehört. Ich habe hier ein bisschen mit meinem Hals zu kämpfen gerade. Aber jetzt wird es zu 100% sein. Was ein Comeback. Tony D'Angelo steht im Gauntlet-Match. It's Tiffy Time. Wir machen weiter mit einem Women's Single-Match. Ich habe gerade erwähnt, ich habe ein bisschen mit dem Hals zu kämpfen. Ich nehme mir gerade mit der Halsentzündung auf. Ne? Die Show must go on, sagt man. Das hindert mich nicht daran, weiter Content zu liefern. Hier ist Tiffany Stratton. Und ihre Gegnerin ist Cora Jade. Das kann ein sehr interessantes Single-Match werden. Los geht es. Cora Jade, Tiffany Stratton in einem Single-Match hier beim Monday Night Raw.
Und danach wird es richtig heiß. Danach kommt das Tag Team Championship Match und unser Main Event natürlich. AJ Styles gegen Randy Orton mit Special Guest Referee Cody Rhodes. Der Gewinner kämpft gegen Cody Rhodes bei Night of Champions. Roll up. Tiffany Stratton, Kickout bei 1. Ging ja auch gerade erst los. Also sie bleibt dran, erster Konter von Cora Jade. Konter von Stratton. Cora Jade steht noch. Lässt sich noch nicht fallen, aber jetzt. Nach dem dritten Schlag ist sie draußen. Stratton wartet. Jade verliert keine Zeit, kommt wieder rein. Ja, der Schlag geht ins Leere. Cora Jade. Kann sie in die Ringecke bringen. Schöner Job. Und Tornado DDT. Konter von Stratton. Und was ein respektloser Tritt. Stratton am Seil. Kann kontern mit diesem Back Elbow. Bringt jetzt Jade gegen die Seile. Und Backbreaker. Noch ein Chop. Tiffany Stratton. Bringt Cora Jade wieder in die Ringecke. Arm eingeklemmt. Sie macht es bisher ein Stück besser, aber das kann gar nichts bedeuten. Haben wir heute schon zweimal gesehen. In jedem Match hatten wir klare Favoriten, die dann trotzdem verloren haben. Aber hier ist es gar nicht so eindeutig. Cora Jade meldet sich jetzt auch mal. Kick-up von Stratton. Hurricane Runner von Jade. Konter von Stratton. Bringt Cora Jade nicht gegen die Seile, sondern andersrum. Und jetzt ist Stratton mal draußen. Auch die verliert keine Zeit, wieder reinzukommen. Jade wartet nur drauf. Aber diesmal Tiffany schneller. Und bringt Jade auf die Matte. Achtung, es gibt den Standing Moonsault. Wunderschön. Jade draußen. Stratton nimmt Anlauf. Suicide Dive. Und ich glaube, es soll noch einen geben. Noch ein Standing Moonsault. Diesmal draußen. Vielleicht eine Chance für Tiffany Stratton. Wirft hier Cora Jade hin und her. Count von 3. Stratton zurück im Ring. Mit dem Luftkuss an Cora Jade. Und sie genießt es. Oh, sie geht aufs Top Rope. Das habe ich nicht gedacht. Ich dachte, sie wollte einfach nur jubeln. Auf einmal ist sie ganz oben. Und es gibt den Double Axe Handle. Stratton macht weiter. Die hat ihren Spaß. Aber jetzt Jade mit dem Konter. Cora Jade. Wir sind bei 3. Jade riskanter Suicide Dive. Und Stratton genießt das. Nächster Standing Moonsault. Da gibt es die Ellbogenschläge. Cora Jade Back Elbow. Und jetzt liegt Stratton. So langsam müssen sie mal wieder in den Ring. Jade hat mich erhört. Cora Jade im Ring. Kann sie vielleicht irgendwas Großes zeigen, um dieses Match vielleicht zu beenden? Sie nimmt Tiffany Stratton nach oben. Und die kann kontern. Chop geht durch. Schlag von Jade. Jetzt gibt es einen Schlagabtausch. Es geht hin und her. Konter von Cora Jade. Kann jetzt sie komplett austeilen. Gewinnt diesen Schlagabtausch. Und jetzt der Back Elbow hinterher. Nimmt Stratton. Direkt nach oben. Der Tritt geht durch. Und das ist vielleicht das Ende. Cover in der Mitte des Rings. Cora Jade nicht mit dem Sieg.
Unglaublicher Kickout von Tiffany Stratton. Power Jade nimmt sie direkt wieder nach oben. Nochmal in Position. Jetzt muss es das sein. Wenn es einmal nicht reicht, dann halt ein zweiter. Und das ist das Ende. Power Jade mit einem großen Sieg. Wir machen weiter mit dem WWE Tag Team Championship Match. Duke Hudson und Andre Chase gegen Kevin Owens und Sami Zayn. Sehen wir heute einen Titelwechsel oder bleiben Owens und Zayn weiterhin Champions? Und hier sind die Champions. Angefangen mit Sami Zayn. Und hier kommt Kevin Owens. Es ist der Co-Main Event der heutigen Raw-Episode. Tag Team Championship Match. Owens und Zayn gegen Imperium die Titel verteidigen können. Bei Backlash können sie jetzt auch bei Raw die Titel gegen die Chase University verteidigen. Ein komplett neues Team. Was können wir von ihnen erwarten? Werden sie direkt heute das erste Titelgold um ihre Hüften haben? Zayn und Duke Hudson starten dieses Match. Wer holt sich den Sieg? Sah so aus, als hätte Andrew Chase seinen eigenen Partner getroffen. Lag, denke ich mal, nur am Winkel. Wir wollen hier keine Theorien starten. Direkt der erste Wechsel. Kevin Owens kommt für Sami Zayn rein. Tritt gegen Hudson. Das ist eine sehr weite Entfernung. Owens will, dass Hudson steht. Ja. Angetäuscht. Owens und Zayn, die spielen ein bisschen mit den Neulingen. Aber die müssen wissen, die haben sich diese Titelchance verdient. Und es geht um die Titel, also da darf man keine Spielchen machen. Zayn mit dem Tritt gegen den Rücken. Schläge gegen Duke Hudson, der bisher komplett Probleme hat. Aber irgendwie die Story der heutigen Raw-Episode ist, dass die, die am Anfang Probleme haben, dann doch irgendwie sich zurückkämpfen und sich dann den Sieg holen. Heißt, es sieht an sich nicht gut für Zayn und Owens aus. Duke Hudson attackiert Owens. Und jetzt auch Zayn. Kann sich gerade gegen beide wehren. Schöne Schläge. Aber auch Zayn wehrt sich. Mit Ellbogenschlägen. Gegen die Rippen von Duke Hudson. Bringt ihn gegen die Seile. German Suplex. Schön gemacht. Duke Hudson sucht einen Ausweg. Und bringt Andre Chase rein. Aber Zayn unglaublich schnell. Direkt mit einem Schlag abgefangen. Sami Zayn. Was ein Tornado DDT. Absolut traumhaft. Und jetzt greift der Duke Hudson an. Und haut ihn gegen die Seite. Und auch noch gegen Andrew Chase. Also er kommt auch mit beiden gerade super klar. Und jetzt die Schläge. Sehr stark. Big Boot. Andre Chase teilt jetzt selber mal aus. Shoulder Tackle, Zayn steht noch. Und Sami Zayn, Brainbuster. Ah, guter Versuch von Andre Chase. Aber Zayn kann kontern. Sami Zayn, das ist sehr stark. Das ist unglaublich stark. Zayn Springboard Tornado DDT. Immer wieder eine wunderschöne Aktion, die ordentlichen Schaden anrichtet. Genauso wie dieser Backbreaker. Achtung, Zayn. Jetzt mal
endlich der Wechsel mit Kevin Owens. Owens und Andre Chase. Tritt von Owens. Und jetzt der Neckbreaker. Können Sie Ihre Titel verteidigen hier heute bei Monday Night Raw? Oder gibt es den überraschenden Titelwechsel? Sami Zayn bringt Chase an die Seite. Schöner Vorarm. Und jetzt in die Ringecke. Und wieder Owens reinbringen. Was ist die Taktik? Wie geht man hier vor, um die Titel zu verteidigen? Gegen ein Team, das man nicht kennt. Komplett neues Team, die Chase University. Und direkt ein Titelmatch. Also an sich sind sie noch als Team ungeschlagen. Andre Chase mit dem Hot Tag. Ganz wichtig. Owens war gerade auf dem Top Rope. Owens weicht aus. Hat Hudson oben. Follow Slam. Hudson ist draußen. Und Owens kümmert sich um Andre Chase. Die Gelegenheit lässt er sich nicht entgehen. Back Suplex aufs Apron. Und Hudson steht mittlerweile auch wieder. Schöner Schlag von Hudson. Und Owens kassiert jetzt den Reverse DDT. Was hat Hudson vor? Schnappt sich Owens. In Position. Wären wir jetzt im Ring, wäre das vielleicht der Titelwechsel. Per Countout können sie nicht die Titel gewinnen. Er muss Owens reinbekommen. Und genau das macht er auch. Wir sind bei 7. Hudson zurück im Ring mit Kevin Owens. Kann er es beenden? Gewinnt die Chase University die Tag Team Title. Owens steht gut ausgewichen. Und jetzt Owens auf dem Top Rope. Big Splash. Cover gegen Hudson. Und Andre Chase in letzter Sekunde mit dem Save. Owens nimmt Hudson hoch. Und jetzt ein Springboard Tornado DDT, der nicht durchgeht. Hudson schneller. Owens aber mit Ellbogenschlägen. Kommt da raus aus diesem Lock. Und jetzt ein Exploder Suplex. Owens down. Hudson down. Und er schafft den Tag. Owens mit dem Vorarm. Er kommt gerade mit beiden klar. Nächster Exploder Suplex. Aber Owens, absolut angeschlagen. Er kriecht zu Andre Chase, aber der kommt hoch. Und sogar kurz vor Owens. Owens muss den Wechsel machen. Wird jetzt gepinnt. Von Andre Chase. Kommt aber noch raus. Er muss wechseln. Er hält nicht mehr lange durch, glaube ich. Chase kassiert den Schlag. Owens nimmt ihn hoch. Sehr stark. Er probiert es nochmal mit dem Pin. Reicht das vielleicht zur Titelverteidigung? Chase kommt raus. Noch etwas mehr kämpfen. Owens nimmt ihn hoch. Und jetzt will er auch wechseln, glaube ich. Bringt Chase in die Ringecke. Und er kann kontern. Owens kommt nicht zum Wechsel. Und jetzt muss er einstecken. Chase teilt aus. Und jetzt schafft er den Tag. Hier kommt Sami Zayn, der wird aber direkt geschnappt. Guter Start von Andre Chase. Beide ausgenockt. Beide kommen hoch. Und Zayn schneller. Und es gibt die Blue Thunderbomb. Duke Hudson kommt rein, verhindert den Pin. Und Andre Chase kann jetzt austeilen. Ganz wichtig von Duke Hudson, dass er da eingreifen konnte.
Andre Chase schafft den Wechsel. Zayn ist gerade draußen. Hudson hat es versucht, aber Owens hat es kommen sehen. Ganz übler Knee Strike und noch ein zweiter. Hudson sauer. Jetzt gibt es den Schlag gegen Owens. Na, jetzt ist Zayn wieder da. Und er bringt Hudson gegen die Seile. Was hat Zayn vor? Es gibt den Helluva Kick. Das wird's gewesen sein. One, two, three. Titelverteidigung für Owens und Zayn. Was ein Kampf von der Chase University. Guten ersten Eindruck gemacht. Und da sind Roman Reigns und Solo Sikoa. Die zwei haben Owens und Zayn beim Royal Rumble im Tag Team Match besiegt. Ich glaube, die wollen jetzt die neuen Herausforderer sein. Es wird Zeit für unseren Main Event. Und wir fangen an mit dem Special Guest Referee. Mit unserem WWE Champion, dem American Nightmare. Hier ist Cody Rhodes. Wird er fair sein? Er hat eigentlich keinen Grund, nicht fair zu sein. Wer wird sein Gegner? Hier kommt der Mann, der bei WrestleMania gegen Cody gekämpft hat und da sein WWE-Titel verloren hat. Er will ein Rematch, er will seinen Titel zurück. Hier ist Randy Orton. Und hier kommt der allererste WWE-Champion. Im Ring befindet sich der erste WWE-Champion, der zweite WWE-Champion und der dritte WWE-Champion. Mehr gibt es nicht. Sie sind alle hier. Wer bekommt das Titelmatch? Los geht es. Randy Orton gegen AJ Styles. Cody Rhodes als Special Guest Referee. Styles mit einem guten Start. Der Gewinner kämpft gegen unseren Referee heute, gegen Cody Rhodes, bei Night of Champions, um den WWE-Titel. Und da darf Cody direkt das erste Mal den Pin machen, sah nach einem sehr guten Count aus. Wie schon vorhin erwähnt, Cody hat keinen Grund eigentlich hier nicht fair dieses Match zu bewerten. Randy war sein Gegner, aber es war ein faires Match, ohne böses Blut. Der Count war ein bisschen schneller. Orton und Cody, beste Freunde mal gewesen. Vielleicht sind sie es ja immer noch. Aber Orton will den Titel zurück. Egal, ob mit friedlicher oder mit feindseliger Absicht. Styles bringt Orton in Position. In der Ringecke. Cody guckt zu. Kann sich da vielleicht schon mal ein bisschen einprägen, wie sein zukünftiger Gegner so drauf ist. Und bisher läuft's gut für Styles. Einer der besten Wrestler, die wir haben. Bei WrestleMania Shawn Michaels besiegt. Bei Clash at the Castle Shinsuke Nakamura besiegt. WWE Champion gewesen. Bisher auch der beste und längste. Titel verteidigt gegen Damian Priest, Keith Lee, Edge, Austin Theory, Bobby Lashley. Unglaublich. Und er will zweifacher WWE-Champion werden. Hat auch noch keiner geschafft. Aber wenn es einer schaffen kann, dann AJ Styles. Pin gegen Orton.
Cody lässt sich lange Zeit, um da runterzukommen. Knee Drop. Achtung, Styles. Bringt Orton in die Ringecke. Bisher sieht es nicht so gut für Randy Orton aus. Jetzt mal der Konter. Und die Fans werden laut. Orton nimmt Styles hoch und er kann wieder kontern. Die beiden hatten übrigens auch mal ein WWE Championship Match. Orton hat damals gegen Styles eingecashed. Und bei Hell in a Cell gab es dann ein Hell in a Cell Rematch, wo ebenfalls Orton gewinnen konnte. Heißt, Styles konnte noch nie Orton besiegen. Und jetzt sieht es auch nicht mal so gut aus für Styles. Sein größter Gegner. Was damals der Main Event von einem Pay-Per-View um den WWE-Titel war, ist heute bei Raw unser Main Event. Was ein Match. Und dann auch noch mit Cody Rhodes als Special Guest Referee. DDT. Orton nimmt Styles hoch. Styles kann kontern. Ellbogenschläge gegen die Rippen. Kann Orton gegen die Seile bringen. Pop up. Styles Clash in Position. Wunderschön. Direkt der Pin. Cody ist unten. Und Orton kommt raus. Auch hier etwas langsamerer Count als normal. Da war er vorhin schneller. Match geht weiter. Vielleicht will auch Cody noch mehr sehen. Orton. Jawbreaker. Styles ist der bessere Mann. Unglaubliche Kombination. Schläge. Tritte. Back Suplex. Alles. Es braucht noch ein bisschen mehr, um Randy Orton zu besiegen. Und die Chance zu bekommen, den WWE-Titel zurückzugewinnen. Es reicht immer noch nicht. Nicht mal nach einem Elbow-Drop. Von ganz oben. Orton muss sich rausrollen. Styles hinterher. Counter. Orton teilt Schläge aus. Kann hier Orton zurückkommen in dieses Match? Achtung, Konter von Styles. Orton gegen die Barrikade. Und Cody Rhodes ist am Zählen. Styles wartet. Er kann auch durch Countout gewinnen. Wir sind bei 6. Orton muss rein. Schnappt sich direkt Styles. Bringt ihn gegen die Seile. Lässt ihn laufen. Randy Orton. Power Slam. Cover gegen Styles. Cody mit dem Pin. Und auch der war ganz schön schnell. Orton. Bringt Styles gegen's Turnbuckle. Styles jetzt wieder mit der Oberhand. Orton kann aber wieder schnell kontern. Randy Orton schnappt sich Styles und jetzt geht es an die Seile. Vintage Orton. DDT. Und er genießt den Moment. Kann er Styles besiegen? Setzt an. Zum RKO. Styles kann kontern. Power Slam. Den Moment vielleicht zu lang genossen. Styles nimmt ihn jetzt hoch. Das ist die Chance. In Position. Styles Clash. Bekommt Styles endlich den Moment. Kann er Orton zum ersten Mal besiegen. Und bekommt das WWE-Titelmatch. Nein. Randy Orton kommt erneut raus. Unglaublich. Was ein Main Event. Orton zurück. Mit einem Schlag gegen Styles.
Und der ist aufgeladen. Der hat Bock. Es gibt einen Schlagabtausch. Orton mit dem Rechten. Styles mit der Rechten. Schöner Chop. Nächster Schlag. Es geht hin und her. Am Ende der Kräfte. Aber Orton kann kontern. Nochmal der Konter. Und Uppercut. Orton gewinnt den Schlagabtausch. Vielleicht auch das Match. Boah. Sehr schneller Count. Styles kommt so gerade raus. Ist das die Chance für Orton? Jetzt geht der RKO durch. Perfekt. In der Mitte des Rings. Cody mit dem Pin. Und Randy Orton gewinnt nicht. Es geht immer noch weiter. Orton macht weiter. Nächster Signature Move. Wenn der RKO nicht reicht, dann vielleicht dieser Move. Nächster Pin. Cody geht runter. Pin gegen Styles. Und Randy Orton ist Number One Contender. Was ein Ende in diesem Match. Ganz schön schnelle Counts von Cody, wo Orton gepinnt hat. Vielleicht wollte er seinen Freund unterstützen, aber genau gegen den muss er jetzt kämpfen bei Night of Champions.